Schönen guten Tag, Herr Steinlechner. Sie sind Abteilungsleiter der Sozialpolitik der Wirtschaftskammer Wien. Herzlich willkommen bei Recht auf Selbstbestimmung. Sie verfolgen unsere Kampagne schon seit längerem. Wie sieht denn die aktuelle Rechtslage für die Unternehmerinnen in diesem Lande aus? Naja, in Österreich hat niemand das Recht auf eine freie Berufsausübung als Ein-Personen-Unternehmer oder als Arbeitnehmer. Es kommt auf den wahren wirtschaftlichen Gehalt an, dieser Tätigkeit, die diese Person ausübt. Und das wird halt im Einzelfall geprüft und dadurch gibt es immer Rechtsunsicherheit für den Auftraggeber, aber auch für diesen Auftragnehmer, in dem Fall für den Ein-Personen-Unternehmer, die halt sehr unangenehm ist und die schlussendlich auch dazu führen kann, dass es für den Auftraggeber zu Nachzahlungen bei der Gebietskrankenkasse kommt. Bleiben wir vielleicht gleich bei den Auftraggebern. Was könnte ich als potenzieller Auftraggeber denn sinnvollerweise tun oder berücksichtigen, damit ich nicht quasi in diese Situation kommen sollte? Das Wichtigste wäre aus meiner Sicht, dass ich mir über meinen Vertragspartner den Kopf zerbreche und mir auch anschaue, ist es wirklich ein echter Unternehmer, hat der eine Homepage, hat der Firmenpapier, hat einen entsprechenden Marktauftritt. Das ist jetzt in den letzten Jahren der Gebietskrankenkasse sehr wichtig gewesen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist doch, dass ich aufpassen muss, dass ich diesen Auftragnehmer, diesen Ein-Personen-Unternehmer eben nicht in den Betrieb zu sehr integriere, indem ich ihm beispielsweise eine E-Mail-Adresse gebe oder indem ich ihm sage, er muss ein bestimmtes Gewand tragen bei diesen Tätigkeiten, die er da ausübt im Betrieb. Und wenn wir auf die Auftragnehmerseite schauen, also zumeist eine EPU, was kann ich als EPU sinnvollerweise tun, quasi ähnlich natürlich die Sachen, die Sie gerade gesagt haben, um mich potenziell vor solchen Themen zu schützen? Also ganz einfach gesagt, möglichst professionell und unternehmerisch aufstellen. Zu schauen, dass ich einen möglichst breiten Kundenstamm habe, einen Kundenauftraggeber, schauen, dass ich einfach einen Firmensitz habe, auch schauen, dass ich entsprechende professionelle Verträge mit meinen Vertragspartnern abschließe. Umso professioneller ich auch nach außen hin rüberkomme, umso glaubwürdiger ist es dann auch bei einer Krankenkassenprüfung. Die Zeiten, wo die Leute auf einen karierten A4-Zettel Rechnungen oder Honorarnoten händisch geschrieben haben, die sind einfach vorbei. Was sollte ich als Mitglied, Auftraggeber oder Auftragnehmer tun, sollte der Brief von der Gebietskrankenkasse kommen? Wohin kann ich mich wenden? Wo bekomme ich sozusagen erste Hilfe? Bitte wenden Sie sich an die Abteilung Sozialpolitik hier in der Wirtschaftskammer Wien beziehungsweise auch in den anderen Landeskammern in die jeweiligen Abteilungen. Wichtig ist mir, dass, wenn es zu einer Krankenkassenprüfung kommt, wir möglichst frühzeitig eingebunden sind. Wir können einen jeden Betrieb hier unterstützen bei einer Krankenkassenprüfung durch Beratung, aber auch indem wir einfach bei der Prüfung anwesend sind. Hier ist es aber einfach wichtig, dass man rechtzeitig von Anfang an dass wir da von Anfang an eingebunden sind. Wunderbar, Herr Steinlechner, vielen Dank für Ihre Expertise, Ihre Tipps und mögen möglichst wenig Fälle zu Ihnen kommen. Das würde ich mir auch wünschen. Dankeschön, auf Wiedersehen.